Hallo und herzlich willkommen hier bei Back to Wolle. Es gibt jetzt Good Game Empire als App-Version, also als Microsoft-App-Version. Und da könnt ihr dieses wunderschöne Spiel hier jetzt auch einfach herunterladen, könnt es dann auch schon starten und könnt damit auch schon spielen. Ich habe von jemandem gehört, der es auch schon verwendet hat, dass es da keine Werbung drin gibt. Gucken wir es auf jeden Fall gleich erstmal an. Also als erstes, ich werde euch natürlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung packen, da könnt ihr einfach draufklicken. Und könnte es dann einfach hier zum Beispiel auch herunterladen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Dann würde sich der Microsoft App Store irgendwie öffnen. Und ihr könntet es da auf jeden Fall auch mit halt herunterladen und installieren. Braucht euch auch dazu nicht anmelden. Könnt aber sagen, nee, ich will mich nicht anmelden, kannst du es trotzdem runterladen. Das ist voll lustig halt einfach. Dann natürlich noch zu den Empfehlungen. Solltet ihr natürlich Windows 10 Version haben und natürlich 64-Bit Version. Haben, denke ich mal, die meisten. Von daher, glaube ich, brauchen wir da gar nicht weiter drüber reden. Wenn ihr dann den gestartet habt, könnt ihr dann einfach so starten. Beziehungsweise hier stehen auch starten. Dann ist das Einfachste, was ich euch empfehlen kann, ist halt da nochmal ein Recht. Dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr hier unten einen Rechtsklick drauf macht und dann halt Good Game Empire zum Beispiel halt hier öffnen oder halt in der Taskleiste entweder lösen, beziehungsweise halt hier würde dann stehen in der Taskleiste einfach nur reinsetzen so. Damit, wenn er dann geschlossen ist, kann ihr dann aber auch jederzeit einfach von der Taskleiste hier aus direkt dann einfach starten so. Jetzt geht er natürlich erstmal gleich direkt im Vollmodus an. Jetzt ist er natürlich erstmal im Vollmodus drin. Das macht natürlich aber gar kein, also das macht gar nichts. Ihr könnt einfach F11 drücken. Dann ist er zum Beispiel wieder im normalen Modus, dann ist er halt im Fenstermodus. Dann könnt ihr halt hier wieder drauf gehen. Und dann habt ihr zum Beispiel im Fenstermodus, hättet ihr auch zum Beispiel auch all eure ganzen anderen App. Und könnt ihr hier auch freudig halt hin und her gehen. Könnt natürlich sagen, ach komm, Vollmodus, finde ich viel geiler. Dann drückt ihr wieder F11 und schon ist er wieder im Fullscreen, beziehungsweise im Vollmodus. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob ich da auf jeden Fall auch Werbung hätte. Daher ab auf International 3. Ja, ich bin gerade auf International draufgegangen und siehe da, es gibt zurzeit für die App keine Werbung. Das ist doch hervorragend. Keine Werbung gerade für die App. Nice. Übrigens, ich habe auch in meinem Livestream habe ich auch die App verwendet und habe da sogar Animationen angemacht, um es halt auch ein bisschen zu testen. Deswegen brennt das hier sicher. International 3 brenne ich sowieso ein bisschen. Oh, ein Geschenk abholen. Sabu in der Burg. Niederlage. Sabu in der Burg. Ach ja. Wie habe ich dann angegriffen? Hat mich ein 70 angegriffen oder ein Level 12er? Ah, Level 23er. Ist ja alles in Ordnung. Irgendwie steht da drauf, meine Burg anzugreifen. Hallo. Burg angreifen, Burg angreifen, Burg angreifen. Sabuner Burg, Sabuner Burg. Friedensangebot, Sabuner Burg. Geschenk abholen, Friedensangebot, Sabuner Burg, Sabuner Burg. Freundschaftsanfrage. Einfach mal so verklickt. Freundschaftsanfrage. Zack, nehmen wir mal kurz an. Was haben wir hier denn? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich verstehe nicht, was ist. Was möchtest du mir sagen? Fragezeichen. So, boom. Abgeschickt. Neutral. Neutral. Soll das vielleicht mal Caplock machen? Neutral. Fragezeichen. Keine Ahnung, ich verstehe die Sprache aber nicht, das Problem. Oh, ich habe einen neuen Freund. 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 Okay, das läuft ja auf jeden Fall auch relativ flüssig. Alles, wird gleich nochmal auf D1 gehen, können wir da auf jeden Fall auch noch ein bisschen spielen, beziehungsweise auch noch ein bisschen gucken. Was, glaube ich, leider nicht geht, ist halt einfach ins Forum zu gucken, dass es halt einfach nur eine App ist. Das ist halt leider ein bisschen schade. Ihr könnt zum Beispiel hier noch in den Einstellungen, könnt ihr halt unter Option, beziehungsweise könntet hier auch den Vollmodus halt direkt so ausmachen. Aber könnt es zum Beispiel auch einfach mit F11 machen. Unter Option könnt ihr zum Beispiel auch noch die Animationen wieder ausstellen oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr wohl gerade Langeweile habt. So, Animation wieder aus. Dann hier mal eben kurz wieder ausloggen und auf DE1 mal eben kurz gehen. So, hier bin ich jetzt auch schon wieder auf DE1. Ich mache wieder den Vollscreen mit dem Vollmodus mal wieder an. Da war doch F11. Alles hervorragend und jetzt kann ich hier einfach freudig so spielen. Was mein Fazit ist einfach, dass hier normal, also es lässt sich schon normal auf jeden Fall ganz gechillt spielen, beziehungsweise im Stream habe ich auch ganz gut gespielt. Was mich manchmal wurmt an der App ist, wenn ihr zum Beispiel gerade ein paar Internetprobleme habt, dann ist es manchmal eher so, dass du denkst, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Da läuft es dann manchmal eher so ein bisschen unflüssig, beziehungsweise kann es auch manchmal sein, wenn du halt wirklich also krasse Internetprobleme hast, dass er manchmal super schnell oder beziehungsweise auch super lange einfach lädt. Das ist dann eher so ein bisschen, was mich halt schon nervt an sich. Aber ansonsten läuft das eigentlich wirklich alles recht flüssig. Was ihr natürlich leider nicht könnt mit der App, leider ist halt in die Außenwelt gehen. Ich denke mal, Forum funktioniert auch nicht. Wäre ja schön, wenn Forum gehen würde in der App. Dann kannst du gleich mit dem Forum oder gleich in die App gehen oder sowas. Glaube ich, das geht zum Beispiel auch nicht. Aber wir können gerne mal gucken, Forum. Okay, beim Forum klicken würde sich einfach nur ein neues Fenster öffnen. Und dann würde ich halt mit dem Browser so ungefähr halt ins Forum gehen. Könnte aber nicht halt selber halt, also direkt über die Apps natürlich ins Forum gehen. Macht natürlich auch Sinn. Wie gesagt, Außenwelt bezüglich auch wirre Wildnis könnt ihr nicht reingehen. Das funktioniert leider soweit noch nicht.
Weil hier könnt ihr sehen, hier könnt ihr nur, ja, Königsliga. Also, weil dazu müsste sich halt ein neues Tab so ungefähr in der App öffnen. Denke ich mal, kriegen die gerade noch nicht hin. Was ich aber auf jeden Fall schon mal positiv finde, und das ist auf jeden Fall positiv, das ist, dass ihr da auch zum Beispiel auch keine Werbung angezeigt bekommt. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, Free-to-Play-Spieler, mich nervt die Werbung und ich bin da nicht der Typ für einen Adblocker oder sowas. Sich Adblocker sind doof. Könnt ihr zurzeit auch noch gerade die App benutzen, wo ihr dann sogar auch, und das ist ja auch legal, einfach keine Werbung gerade sieht, weil das mit der App gerade noch nicht so ganz funktioniert. Keine Ahnung warum, whatever. Solange es nicht funktioniert, let's do it. Ihr sagt, ich spiele Free-to-Play, mich nervt die Werbung, holt euch auf jeden Fall die App, dann habt ihr erstmal die Werbung nicht. Und ihr könnt auch locker durchspielen. Wie gesagt, ich habe in meinem Livestream zum Beispiel, habe ich ja auch die ganze Zeit immer mit der App gespielt. War, glaube ich, fast 2 Stunden lang der Livestream. Da hatte ich jetzt keine wirklichen Probleme. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ich musste halt, wenn ich halt immer wieder ins Forum wollte, halt einen Browser bezüglich halt dann halt übers Fenster legen und dann halt sagen, okay, gut, dann gehe ich damit halt so ungefähr ins Forum rein. Da gibt es ungefähr noch ein paar Sachen, die halt so ein bisschen noch nicht so ganz wirklich so funktionieren. Aber ansonsten läuft das, würde ich sagen, doch schon relativ gut, auf jeden Fall. Daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich Bock darauf habt, mit einer App zum Beispiel zu spielen oder mit der Microsoft-App, dann tut das gerne, dann habt ihr auch keinen Browser mehr oder sowas. Ist für den einen oder anderen, glaube ich, recht hilfreich. Ich werde das noch so ein bisschen testen und mal gucken. Aber wenn ich, glaube ich, eher mal abends zum Beispiel in die wirre Wildnis sehe, dann nehme ich, glaube ich, wo eher weiterhin den Browser oder sowas. Aber zum Beispiel manchmal so kurz zu nehmen, durchspielen oder so, glaube ich, ist die App auch manchmal recht angenehm und einfach, weil du nicht vor den Browser öffnest, sondern direkt auf die App gehst, sagst, bam, bist direkt im Spiel, da loggst dich direkt ein und fertig. Das könnte natürlich auch alles ein bisschen natürlich auch vereinfachen. Aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Sagt ihr denn auch schon, der Active Wolle. Tschüss.